und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute habe ich einen neuen Drogerie-Haul für euch. Ich zeige euch, was so in den letzten Wochen bei mir einziehen durfte. Hauptsächlich habe ich mir tatsächlich auch Lieblingsprodukte nachgekauft oder Neuheiten für mich entdeckt und dabei wünsche ich euch jetzt heute ganz viel Spaß. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das einmal nachholen würdet. Es ist kostenlos, bedeutet mir alles. Es gibt hier immer 3 Videos jede Woche, immer rund um das Thema Beauty und Make-up und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist und wir starten auch direkt mit dem Haul. Das ist die volle Tüte, in der die ganzen Schätze sich befinden. Es ist alles von DM und Rossmann. Bei Müller war ich auf jeden Fall diesmal nicht. Ich greife einfach wild rein, alles durcheinander. Und als erstes habe ich hier nochmal eine von den My Power Is Paletten. Ich habe beim letzten Mal nochmal im Rossmann für euch eine My Power Is Water Palette mitgenommen, um die halt an euch zu verlosen. Und ich habe jetzt nochmal die Fire Palette mitgenommen. Bei uns war der Aufsteller halt, wie gesagt, fast unberührt, weil die den so versteckt hatten. Deswegen habe ich jetzt noch was bekommen und habe die nochmal mitgenommen, auch für euch, für eine Verlosung, weil ich einfach weiß, dass so viele sie nicht bekommen haben. Dann habe ich eine Limited Edition entdeckt beim Rossmann. Eigentlich war ich halt wegen Haushaltssachen da und es hatten mir aber noch ein paar Zuschauer vorher zugeschickt, dass es von Dresdner Essence jetzt so eine Limited Edition gibt. Die habe ich euch letzte Woche im Video vorgestellt und die gab es bei uns leider nicht. Das war so mit Sternzeichen und deswegen habe ich mal geschaut, was gibt es sonst noch so und bin über diesen Badezusatz hier gestolpert. Das ist auch eine Limited Edition von Isana. Mango und Kokos. Ich bin ja gar kein Kokos-Fan, aber in bestimmten Ausnahmen mag ich das, gerade halt auch mit Mango zusammen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir das gefallen wird. Dann brauchten wir eine neue Seife. Wir haben ja 2 Badezimmer, wo man sich die Hände waschen kann und eigentlich geht immer irgendwie was leer und deswegen haben wir jetzt nochmal wieder eine Seife nachgekauft und ich muss sagen, die hat einfach so sehr meinen Namen geschrien. Ich konnte nicht an ihr vorbeigehen. Von Isana die Aromaseife Orange Sandelholz und ja, da könnte auch mein Name draufstehen. Ich liebe alles mit Orange und Sandelholz. Das ist einfach so genial. Ich habe auch ein Shampoo, was ich mit Sandelholz habe, was ich so gerne benutze. Dieser Geruch ist einfach wundervoll und ich hoffe, dass mich die Seife genauso begeistern wird. Die Sache, wo ich so ein kleines Problem habe, nicht nur damit, aber auf jeden Fall brauche ich das ja auch zum Arbeiten. Ich komme einfach viel zu selten zum Pinsel waschen und ich freue mich immer, wenn ich dann alle auf einmal waschen kann, alle 400 Stück. Das ist irgendwie ein total schönes Gefühl und man kann nie genug Blendepinsel haben und deswegen habe ich mir nochmal einen mitgenommen. Ich finde die von Essence super. Das ist jetzt hier der von Essence. So günstig und ich liebe die. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Nicht nur für Anfänger. Ich finde die großartig auf jeden Fall. Und ich habe mir dann noch aus der So Cozy Limited Edition von Reva Loves Me diesen Gesichtspinsel hier mitgenommen. Ich fand die Optik einfach total schön und auch von diesen, finde ich, kann man nie genug haben, weil man sie für alles benutzen kann. Für Blush, für Bronzer, für Contour, für Puder, für einfach wirklich alles. Ich finde den wirklich hübsch und ich habe auch noch ein paar andere Produkte aus der So Cozy Limited Edition gekauft. Die habe ich nämlich mit euch zusammen auch in einem Video getestet. Ich werde euch das hier oben verlinken. Dann könnt ihr sehr gerne nach diesem Video dort vorbeischauen. Und ja, den Pinsel findet ihr im Video nicht, weil es ihn damals im Aufsteller nicht gab, aber jetzt habe ich ihn noch bekommen. Machen wir weiter mit einem absoluten Lieblingsprodukt von mir und zwar ein Produkt, was ich mir nachgekauft habe von Essence, einen Eyeliner. Ich trage den auch heute. Es ist mein Lieblings-Eyeliner, der 24-Hour Ink Liner Intense Black. Ich finde den so super. Es steht nicht explizit drauf, dass er wasserfest ist, aber ich finde, er hält einfach extrem gut, weil ich halt auch ölige Augenlider habe, aber sonst eine trockene Haut und der funktioniert einfach echt mega gut bei mir. Also ich kann ihn euch total empfehlen und was ich vor allem so gerne an dem mag, dass er wirklich tief schwarz ist. Also es ist nicht grau, nicht matschig. Man kann so schöne Linien damit zeichnen. Ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Look mit diesem Eyeliner gemacht. Ich werde ihn euch mal hier einblenden. Ich mache ja gerne so artistische Looks auch auf Instagram. Folgt mir sehr gerne da, um sowas nicht zu verpassen. Und ich habe mit anderen Eyelinern angefangen und es hat nicht funktioniert. Ich habe den genommen und er hat alles gerettet. Ich liebe ja Revolution und nicht nur die Lidschattenpaletten, sondern auch vor allem die Highlighter und die
Lashes aus der Reloaded-Reihe. Ich habe echt viele davon. Ich habe die damals immer zugeschickt bekommen von Cosmetic for Less. Und da kann man die halt auch kaufen. Aber man kann sie halt auch im Rossmann kaufen. Jedenfalls eine kleine Farbauswahl davon. Und ich habe mir jetzt eine neue Farbe mitgenommen. Die hat einfach mich so angelacht. Das ist der Blusher Reloaded in der Farbe Baked Peach. Und ich finde den so schön. Es ist so ein richtig toller Frühlingston, finde ich. Aber natürlich auch für alle anderen Jahreszeiten. Und die haben immer so eine super samtige Textur und lassen sich so schön verblenden. Ich freue mich schon sehr darauf, den zu benutzen. Dann habe ich mir einmal Trockenshampoo nachgekauft. Dieses hier mag ich sehr gerne. Das ist von Swissopar, das Frotti Trockenshampoo für zwischendurch. Ich finde davon den Geruch sehr angenehm. Ich finde die Handhabung sehr angenehm. Es hinterlässt auf jeden Fall einen Grauschleier, aber das stört mich bei meinen Haaren immer nicht. Ich sage es immer wieder, falls ihr neu seid, dann ja, mich stört es überhaupt nicht. Falls ihr das nicht mögt, kann ich euch das nicht empfehlen. Ansonsten finde ich, ist das ein super gutes Trockenshampoo. Dann auch nachgekauft habe ich mir einen Concealer und zwar den von Catrice. Ich habe den mittlerweile in 4 verschiedenen Farben, glaube ich, ausprobiert. Das ist jetzt hier die Farbe 005 Warm Macadamia und der ist wirklich schon sehr, sehr warm auf jeden Fall und mir auch zu dunkel. Die 002 mit der 004 gemischt passt am besten für mich persönlich. Ich wollte den aber einfach mal ausprobieren, ob der vielleicht auch passt. Es gab leider keine Tester, aber ich mixe mir den jetzt einfach mit den anderen zusammen und dann ist es auch gut. Ich habe den halt schon mehrfach getragen und ja. Ich mag den sehr gerne. Ich finde den toll, weil ich den immer so auftrage, dass ich ihn über mein ganzes Gesicht ausblende. Nochmal Pinsel, nochmal Essence. Ich habe mir einen Pinsel von Essence mitgenommen, den ich jetzt so noch nicht hatte. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von zweiseitigen Pinseln, weil wenn man die hinstellt, steht das ja immer auf einer Pinselseite, wisst ihr? Und das ist jetzt hier der 2-in-1 Color Correcting and Contouring Brush. Und es ist halt so ein festerer Blender auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr wie so ein Pencil Brush. Leute, es wurde nach meiner Duschgel-Sammlung gefragt, vermehrt in letzter Zeit. Die Wahrheit ist, ich habe keine so richtig. Also irgendwie ist mir, ich weiß gar nicht, warum man eine Duschgel-Sammlung haben sollte. Also für mich ganz persönlich, ich möchte niemanden damit angreifen, aber man kann ja immer nur eine gewisse Anzahl Produkte benutzen. Ja, ich weiß, ich habe auch ganz viel Make-up, aber man kann auch nur da eine bestimmte Anzahl Produkte benutzen. Da macht das irgendwie für mich noch mehr Sinn als bei Duschgelen. Vielleicht bin ich damit auch alleine. Aber hieran konnte ich trotzdem nicht vorbeigehen. Ich habe noch 3 in Reserve. Das ist jetzt Nummer 4 und ich glaube, dann ist auch Schluss. Ich fand es aber trotzdem sehr süß, deswegen durfte es mit von Isana die Creme Dusche in der Limited Edition Find Your Balance. Und da ist ein Panda drauf. Was sollte ich tun? Ich konnte nichts tun. Deswegen ist er jetzt hier. Noch mehr Essence My Power ist. Ich bin immer an den Lippenstiften aus der Limited Edition vorbeigegangen. Ich dachte, nein, du brauchst es nicht. Du hast genug. Ja, habe ich auch eigentlich. Aber Dinge passieren. Und deswegen habe ich jetzt hier auch noch den My Power is Air Lippenstift. Das war der, den ich am schönsten von allen fand. Ja, und der war auf 1 Euro jetzt reduziert. Deswegen habe ich ihn mir jetzt mitgenommen. Und ich habe mir aus der Limited Edition dann auch nochmal das, wie heißt das? Hydrate and Primer Mist mitgenommen. Ich habe das auch schon für Air und für Water und ich liebe es. Ich benutze das, seitdem ich das habe, jeden Tag. Und habe mir jetzt auch noch Earth mitgenommen. Genau, finde ich sehr cool und habe mich gefreut, das auf jeden Fall noch ergattern zu können, weil ich halt weiß, dass andere da nicht mal im ersten Versuch dran gekommen sind. Jetzt wird's lecker. Ich habe dann noch in der Essence-Abteilung geschaut, weil ich gerne für uns noch neuen Aufstrich haben wollte und habe dann das hier gefunden. Das ist von Enerbio. Ich kann alles von Enerbio empfehlen. Ich hatte noch nie einen Fehlkauf. Die Paprika-Cashew-Streichcreme. Und ja, die ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Und ich bin so gespannt darauf, wie die schmecken wird. Das klingt einfach unfassbar lecker. 180 Gramm sind enthalten. Dann nochmal So Cozy Limited Edition von Reval Loves Me. Als erstes habe ich hier noch den Lippenstift aus der Limited Edition. Den finde ich auch mega, mega schön. Und ich habe noch den Primer aus der Limited Edition. Auch den habe ich mit euch im Video benutzt, genau wie die anderen beiden Produkte, die es sonst noch fürs Gesicht gab, nämlich einmal den Highlighter und einmal das Blush-Trio hier. Und ja,
Wie gesagt, Review und einen Look dazu findet ihr in dem Video schon. Könnt ihr euch sehr gerne alles genauer anschauen, Swatches auftragen und so weiter. Dann habe ich momentan wirklich sehr starke Probleme damit, dass alles auf meinem Gesicht sehr, sehr staubig aussieht. Egal wie feuchtigkeitsspendend die Pflege ist und der Primer und die Foundation oder der Concealer oder was auch immer. Und deswegen wollte ich einfach wieder weg von Produkten, die das noch schlimmer machen im Moment, und habe mir deswegen mein liebstes Puder wieder nachgekauft von Alterra. Das Kompaktpuder in der Farbe 01 Light. Ich liebe das. Ist ganz wichtig, wenn ihr das nachkaufen wollt. Es gibt zwei Kompaktpuder von Alterra. Einmal dieses hier. Das hat auch so einen Spiegel drin, ne? Und einmal so eins mit einem durchsichtigen Deckel. Das mit einem durchsichtigen Deckel finde ich blöd. Und das hier liebe ich. Ganz, ganz große Liebe habe ich mir nachgekauft. Ich habe neulich Nagellacke aussortiert und deswegen dachte ich so, okay, dann darf jetzt wieder was Neues bei mir einziehen. Was Besonderes, was ich so noch nicht habe. Und dann bin ich per Zufall am Rival Loves Me Aufsteller ja nochmal vorbeigegangen. Und dann habe ich diesen Duochrome Nagellack hier gefunden. Oh, ich sterbe, wie schön ist der. Der jongliert so zwischen Pink und Kupfer, Gold hin und her, so Seegold. Das ist die Nummer 17, Indian Feelings von den HD Gel On The Go 45 Sekunden Nail Polishes. Und das ist ja mit einer meiner absoluten Lieblingsreihen von Rival Loves Me. Dann habe ich gestern eine richtig große Aufgabe für die Uni fertiggestellt. Etwas, wo ich mich sehr lange sehr stark mit gequält habe. Und als ich, wie gesagt, im Rossmann war, stand ich vor den Badezusätzen, vor den Standardbadezusätzen. Und ich war so, okay, komm, du nimmst dir einfach nochmal dein Liebling mit. Mein Liebling ist der hier, den habt ihr schon so unfassbar oft in den letzten Monaten bei mir gesehen, aber ich kann nichts dagegen tun, ich liebe es einfach. Moment der Entspannung, Badesalz mit Orangenöl von Isana. Und dann habe ich ganz, ganz lange nach einer Kette in einer ganz bestimmten Art gesucht, die mich an ein Schmuckstück erinnert, was ich vor einigen Jahren mal getragen habe, aber was nicht mir gehört hat. Ich habe es quasi nur kurz getragen. Und ja, es ist diese Kette hier. Sie ist Gold. Es ist so ein Herz in so erhöht mit Steinchen drumherum. Und ich finde diese Kette unfassbar schön. Und mein Mann meinte so, hier, guck mal, nimm die mit. Und ich war so, oh ja, danach habe ich schon so lange gesucht. Genau sowas. Und ich finde sie so, so hübsch. Ich freue mich einfach so sehr darüber, dass ich die jetzt habe. Ja, beim Rossmann aus der ganz normalen Accessoire-Abteilung. Das war's jetzt mit meinem Haul. Schreibt mir sehr gerne, was zuletzt bei euch einziehen durfte. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!